Herzlich willkommen, meine lieben Dudes und Dudinen, hier zu einer neuen Folge vom FIFA 16 Karrieremodus mit dem SC Freiburg. Wir spielen heute gegen Braunschweig. Ich hoffe, euch wird es wieder gefallen. Lasst gerne ein paar Daumen nach oben da. Das wäre richtig cool. Wir starten rein in die Partie. Bis gleich. So, da sind wir. Da sind wir auch. Und, ja. Braunschweig, ne? Nächster Gegner. Zweites Spiel hier in der zweiten Bundesliga. Und, ja, Petersen. Drei Tore in den letzten drei Spielen. Ich habe ihn heute mal direkt in die MS-Position gemacht, die Mittelstürmer-Position, nämlich direkt hinter Grifo, weil ich finde, Grifo direkt im Sturm ist vielleicht auch nicht verkehrt. Hä? Lass mir Grifo nicht so viel laufen. Der soll nach vorne. Machen wir mal hohen Druck. Oh, Glück. Sehr, sehr gut. Meine Güte. Grifo. Yes! Meine Güte. Gut, dass wir den noch durchbekommen. Gut, dass wir den noch durchbekommen haben. Dank Petersen, der Ball rüber auf Grifo. Und der haut das Ding rein. Keeper ein bisschen verdutzt. Schauen wir mal. Was war da los? Genau, Petersen kommt ran. Spielt den Ball weit nach vorne. Und jetzt kommt der Abschluss. Und der Keeper weiß nicht, wo es lang geht. Er denkt, er spielt unter ihn. Vincenzo Grifo. 1:0. Super. Lazzaro. Ja. Würde ich mal schön eine Karte geben. Also Gelb ist da drin. Weil das schon recht gefährlich war. Das Ding ist drin. Ich war mir nicht sicher, ob es abseits war oder nicht, aber ich glaube, Gaudino hat es sogar vorbereitet. Das muss ich nochmal sehen. Was war das? Der passt darüber. Ja, Gaudino. Boom. Und der Abschluss. Wer ist denn die Nummer 30? Ich kenne die ganze Nummer noch nicht. Was? Nee, ich habe unten geguckt. Hä? Freiburg? Günther. Christian Günther. Okay, das ist unser LV, oder? Günther ist unser LV. Oh, da hat er die Pille doch wieder auf dem Fuß. Kann aber nicht abschließen. Oh. Oh. Gefährlich, ganz gefährlich. Abraschi mit der Flanke, die ein Torschuss wird. Also da hätte ich gerne mal was gesehen. Und wir führen 2:0. Ist jetzt... Oh. Schön vom eigenen Mann auch noch da vor den Fuß gelegt, den Ball. Oh Mann. Den hat er. Grifo. Und die erste Halbzeit ist da vorbei. Sehr, sehr gut. Also ich bin zufrieden. 3:3 Schüsse. Ja, also ausgeglichenes Spiel. Wir führen aber 2:0. Na gut. Durch Günther und Grifo. Ach, shit. Also es sah schon gefährlich aus da. Nein. Nein. Gaudino. Mit dem Pass auf Petersen. In die Mitte. Ah, zu eigensinnig. Da kommt doch Müller. Leg einfach runter. Leg einfach runter. Und läuft schon wieder Philipp weg. Oder wer auch immer das war. Der eigene Mann. Der da so viel hätte eigentlich machen können. Holt sich den Ball nicht, sondern rennt weg. Das haben wir. Oh, schön gehalten. Der Schuss von Gaudino. Na, der war nicht verkehrt. Der Schuss war gut. So, Tarasay.
Ja. Schön, nochmal direkt hinten rein. Das gibt gelb. Wird direkt vermerkt. Da in der Mitte, da kann jemand nicht. Gaudino. Leck mich doch fett. Meine Güte. Und vorbei ist die Hatti. Wir gewinnen hier 2-0. Gucken wir uns das mal eben an. Ja, das Tor von Grifo, das war in Ordnung. Schön rübergelegt von Pedersen. Da waren wir noch frisch. Das ist das große Problem. Wir sind teilweise ein bisschen zu unfrisch. Und 7 Minuten später das Tor. Flump. Auch sehr schön von Günther. Ansonsten, ja, hier Gaudino vorbei. Weiß auch gar nicht, was das war. Das ist der Fernschuss hier. Ah, okay. War mega vorbei. Dann noch eine Karte. Also, so richtig Chancen sieht man hier nicht, ne? Paraschei. Da, schöner Schuss, aber an den Pfosten. So richtig Chancen von Braunschweig waren nicht dabei. Na gut. So, wir können wieder trainieren. Trainieren. Lassen wir Kempf? Nee, wir machen das nicht. Wir machen Kempe weiter. Da bin ich interessiert, dass der stark wird. El Rondo passt in der Abwehr jetzt nicht so zu ihm. Ballbesitz durchsetzen. Ja. Das finde ich schon mal gut. Dann hier zweimal Schwollo. Und der Deli. Jo. Haut rein, Jungs. Und da gibt es nochmal ordentlich Punkte dazu. Kempe Richtung 65 unterwegs. Das gefällt mir. Und der Schwollo sogar mit dem A dabei. Ist auf dem Weg zur 70. Das ist gut. Pressekonferenz. Dann einmal die Mannschaft motivieren gegen Nürnberg. Nürnberg. Das wird interessant. Die sind nämlich Platz 1 aktuell. Die sind Platz 1. Wir sind sogar direkt dahinter. Okay, das ist gut. Und ja, da bedanke ich mich erstmal soweit bei euch fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir haben jetzt das Spiel gegen Nürnberg, dann haben wir nochmal die letzten Stunden hier. Und da ist das Spiel gegen Paderborn, die auf Platz 3 sind. Also wir haben jetzt bald Spiele gegen die Top-Mannschaften, gerade hier aktuell. Aber naja gut, das kann sich ja alles noch ändern. Dann war es das soweit. Ich bedanke mich, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.